Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Rängeratens. Wir hoffen, dass wir heute die Streak aufrechterhalten oder eine wieder anfangen. Und ich merke gerade schon wieder, dass ich oder dass die Kopfhörer wieder aus sind. So, jetzt höre ich auch was. Alright. Aber ein kleiner Cut. Fy fan vad bra det är. Jag vet! Cool. Natürlich super lucky für ihn, dass er nicht in Main? Ist diese Halle da Main drin? Ich meine schon, dass er da nicht drin ist, sondern da unten am Gabelstapler stand. Aber trotzdem schön gemacht. Aber ich hätte, glaube ich, trotzdem nicht höher als DMG gesagt. Ja, sogar MGE. Zeigen denn so viele Gold 4? Okay, wir haben schon mal gute Karten, dass wir eine Streak kriegen. Oh, schöner No-Scope. Tatsächlich gerade mit dem Double Kill gerechnet. Sehr schön gewesen. Ist schon clean. Sie hat, glaube ich, mindestens LEM gesagt. Und der Reactions. Auch wie schneller da drauf ist und auch wirklich. Also, man kann ja schnell drauf sein und dann einfach richtig hart missen. Aber der kriegt es ja auch hin, dass er richtig trifft. Sich also sehr sicher. Ich sag Supreme. Ja, war doch LM. Aber Leute, wir haben die 2 Sterne voll. Easy. Ist übrigens immer das Nervigste. Ich sag mit dem Team so, ja, Push B. Dann werden Flashes hochgeworfen. Und dann kommt einfach Molly entgegen. Und keiner hat eine Smoke dabei. Ist irgendwie so richtig unangenehm dann. Das ist Face It. Da wissen wir doch schon, was da abgeht. Das muss Global sein. Es ist Gold 4. Ja, also. Nee, Gold 4 hätte ich niemals gesagt. Ja, glaube ich, als niedrigstes hätte ich MGE gesagt. Aber es ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich nur diesen kleinen Clip habe. Sie nicht. Vielleicht spiele ich auch einfach wie ein Gold 4-Spieler. Ich bin übrigens zumindest als kleines Update, ich bin mittlerweile wieder DMG. Also entweder spiele ich gerade als DMG wie ein Gold 4-Spieler oder hier ist irgendwas ganz fishy. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall die Streak da.
Dann gucken wir jetzt mal bei LOL rein. Ether schon wieder sehen, ne? Hier Aatrox mit Dark Harvest. Ryze mit Grasp. Caitlyn mit Barrier. Kassadin mit Fleet. Range Top Laner. Das ist der echte. Sehr schön der Ult gedodged. Das war schon clean gespielt, muss man ja mal sagen. Das hätte zwar nicht so gut geklappt, wenn die Vayne nicht schon 12-4 stehen würde. Oder auch mit dem Ult-Dodge. Da braucht man schon ein bisschen Reaktion. Glaube ich, Diamond gesagt. Wenn es der echte übrigens ist, dann könnte man den Rang wirklich wissen. Es ist Gold. Okay. Schade. Wird nicht gesagt, dass eine Gold Vayne, dass da so clean spielt, beziehungsweise die Reaktion auch hat, um da zu dodgen. Ein bisschen komisch kam es mir vor wegen den Runen. Da habe ich ja sonst immer meistens Richtung Gold oder Silber gepickt. Aber ich dachte, das war zu clean gespielt. So, was haben wir hier? Das sieht alles normal aus. Das sieht eigentlich auch alles normal aus. Finde ich schön, der Igniter. Das sah gerade auch mehr aus, noch mehr Glück als Verstand, oder? Schöner Hook übrigens da rein. Ich hätte, glaube ich, Platin gesagt. Master sogar. Okay, cool. Muss halt ehrlich sagen, ich. Sind nicht bei dem Clip gerade. Also. Es war halt nicht bad, aber halt. Ja, keine Ahnung, was man da noch großartig rausholen kann. So ehrlich gesagt sagen, ich wüsste nicht, was ich für Anforderungen hätte, da noch was anders sein sollte. Minute 20. Der hat nur 50 Farm. Was hat er denn gemacht? Okay. Auf jeden Fall GZ für den Stil da. Silber oder Gold? Komm, ich gönne. Das ist Bronze sogar. Wir haben das erste Mal 0 Sterne in LOL. Ach, schade. Jetzt haben wir hier die Streak verkackt. Ach, Mann, ey. Ja, schade. Sollte wohl einfach nicht sein. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein, bis morgen, tschüss.